Ich bin Julia Mantel. Ich habe mein Studium abgebrochen Ende der 90er und war dann erstmal in Frankfurt sehr orientierungslos, verarmt und eine Außenseiterin. Und über viele, viele Erfahrungen, auch über viele Ablehnungen, die ich teilweise erlebt habe, ist dann meine Kunst entstanden, nach und nach. Ich nenne mich unvermittelbar. Ich mache eine Kombination aus Lyrik, zeitgenössischer Lyrik und Handstrick und eine Art Gesellschaftskritik. Also ich suche mir alle Online-Artikel raus zum Thema Hartz IV, künstlerisches Prekariat und so weiter und mache die öffentlich auf meinem Weblog und versuche so eine Art Identität für mich und aber auch für diesen Blog zu finden. Ich finde es schön, wenn ich meine Märkte habe und ich habe da meinen Unvermittelbarstand aufgebaut und die Leute macht es froh. Die denken, aha, das gibt es auch noch. Da macht jemand bunte Strickkissen und Hotpants. Ich habe übrigens einen Hotpant dabei. Handstrick, also da ist jemand und macht sich die Mühe und strickt eine Masche nach der anderen. Das ist ja auch so, dass das was mit Respekt zu tun hat. Also ich trage eine handgestrickte Hose. Ich trage einen handgestrickten Schal. Das ist was anderes, als wenn man das bei Primark kauft. Oder so. Ich versuche, mich anzuwenden. Ich versuche zu fragen, was kommt aus mir heraus? Diese Lyrik kommt eh aus mir heraus, kann ich gar nichts tun. Und Mode hat mich schon immer interessiert. Also ich finde, Mode ist ein Spiel mit der Öffentlichkeit und es setzt Statements. Und ich finde einfach den Gedanken von Unikaten toll, dass man wirklich weiß, da diese Strümpfe hat eine 92-jährige Strickerin gestrickt. Dafür gebe ich jetzt mehr als 20 Euro aus. Die stinken nicht, die halten. Sehr, sehr schön, die besuche ich regelmäßig. Und ich wähle ja die Wolle aus, überlege mir die Produkte, designe quasi und sie fertigt es dann an. Und ab und zu bringe ich ihr Artikel vorbei und die ist dann total stolz. Das ist ja auch eine Integration. Unvermittelbar ist daraus entstanden, dass ich jahrelang Jobs gemacht habe, die alle nicht zu mir gepasst haben. Und ich bin wirklich jahrelang aus jedem Job rausgeflogen, weil ich immer mich nicht dazugehörig gefühlt habe. Also mir war das immer so ein künstliches Konstrukt. Und irgendwann hatte ich dann eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskauffrau in Bad Vilbel angefangen. Und da bin ich als unvermittelbar rausgeflogen. Und da dachte ich, verflixt nochmal, jetzt wird das einfach mein Label. Weil das heißt, ich mache bei eurem Scheiß nicht mit. Für mich gibt es eh keine Verwendung, also es ist per se so eine totale Außenseiterposition. Und jetzt liefere ich aber ab. Ich mache jetzt einfach das, was ich will.